Ey, ich erinnere mich, wie ich noch früher so Holz gesammelt habe, mir hier so ein Holzlager gebaut, weil ich so gerne hier Lagerfeuer gemacht habe. Und die Lagerfeuerstelle gibt's auch noch. Ja, aber wir dürfen hier nicht mehr offiziell. Was? Verboten. Kennt ihr diese Fackelkünstler, diese Feuerkünstler? Diese Sachen? Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Miss War Kitty schreibt, Strobel soll mich heiraten. Wo ist das? Man kann die Leute öffnen. Digga, du bist ja der Überstalker. Wie schnell bist du in Instagram und Twitter drin? Die Leute haben auf Twitch hier Instagram und Twitter connected. Immer wenn jemand sowas schreibt, ich gehe immer direkt aufs Profil, gehe auf Instagram. Du bist so ein kranker Stalker. Du machst echt zu viele Sachen auf der Platte nach. Nein, was denn? Es gibt nur einen komischen Typen in Twitch Deutschland, der Bubble Tea trinkt. Und dann machst du dir die gleiche Frisur, machst die gleichen Aufnahmen. Nur Leute, die noch nie einen guten Bubble Tea getrunken haben, feiern Bubble Tea nicht, ist mein Take. Mein Favorite Bubble Tea Land. Ich habe hier um die Ecke gewohnt und ich war hier fast jeden Tag. Das ist diese KI, von der wir alle reden. Pass bitte auf, oh mein Gott, du bist so ein Noob. Ja, wirklich. Bitte den Daumen mal da oben drauf, genau. Darf ich jetzt mit Gewalt? Jetzt darfst du mit Gewalt, ja. Wow! Okay, danke, das habe ich jetzt gebraucht. Ich muss noch packen. Du musst noch packen? Oh mein Gott, wollen wir was Witziges mal machen? Ich spiele weiter und ihr packt, wo ihr so denkt, okay, das würde ich so mitnehmen. Das geht doch voll in deine Privatsphäre, ich will nicht in deinem Schrank rumwühlen. Vor allem in deine verschissenen Unterhosen. Ja, Digga, ich schwöre richtig in deine Ogerhosen, Alter, die kann ich als T-Shirt tragen. Ja, da packst du mir da 6 Stück ein. 6 Stück für 3 Tage? Was ist vor? Ich werde mich komplett einschrecken. Okay, 3 Tage Malle, brauche ich 6 Boxerschutz. Nach dieser nächsten Reise, ich bin für alles immer da. Egal wann. Nenn das nicht Reise. Wieso? Bitte nicht rein. Wie nennst du das? Absturz. Oh, also ich finde, hätte ich jetzt nicht gesagt. Baby, komm mal her zu mir. Es ist mir egal, du Härte. Heute sind wir wieder wohl. Nein, aber brauchen die ganze Tasche. How much 100? I don't know. Are you live on Twitch? Yeah. Where you from? From Germany. Ja, auch. Red doch Deutsch. Ich hab seit 2 Tagen nicht geduscht und jetzt hummeln sie mir in den Fertigkehr. Ja, weißt du, wie die Lage hier momentan ist? Mhm. Hast du gestern Tweet gelesen, Digga, Chef Strobel und ich teilen sein Zimmer? Nein, er hat nicht eine Gefühle. Es gab eine Regel, nicht in unserem gemeinsamen Bett. Ich komme um 3 Uhr in unser Hotel, ich mach die Tür auf, er liegt nackt da, ich sehe deinen Frau. Du bist mega voll gerade, kann das sein? Nein, ich glaube, ich bin ziemlich normal, oder? Ich habe ein Video von dir bekommen, da stehst du auf einer Bühne und siehst sehr extrovertiert aus. Okay, zeig. Würdest du sagen, ich verpasse da was? Ich glaube, wir hätten hier im Megapark gar keinen Spaß. Digga, wir werden die ganze Zeit von allen gefilmt. Es ist schon sehr, sehr nervig, die ganze Zeit so Fotos und so zu machen. Weißt du, was ich meine? Yeah, ja, die Fans, ne? Ich hasse das. Ich habe Leon Mascher im Megapark getroffen. Ich war komplett auf Sendung. Und dann hat er gesagt, wir sollen ab Red ein Foto schicken. Und dann hat er einen Mittelfinger gezeigt und ich auch. Ganz komische Sidequest war ich da. Haben wir einfach um 4.30 Uhr morgens ab Red Mittelfinger geschickt. Aber ab Red meinte nur, dass ich ein Goofy bin. Jetzt kann sich halt nicht der ein oder andere Streamer, ob es jetzt ein Trimax ist, mal so kurz auf nebenbei leisten. Hey, was geht? Wie war Malle? Ja, sehr, sehr gut. Aber ich bin auch sehr, sehr froh, wieder zu Hause zu sein. Alter, guck mal, hier ist Konfetti. Ich habe so gut geshoppt, dass hier Konfetti ist. Glückwunsch, die gratulieren mir sogar. Dankeschön. Verdiente Bonus-Items. 1 Star-Drop, 2, 3, 4, 5. Man muss sich auch mal belohnen. Wenn man aus dem Urlaub kommt, schön frisch aus dem Urlaub, erstmal komplettes Urlaubsgeld in Mobile Game knallen. Ja, ich habe Plus gemacht. Habt ihr meinen Instagram-Post gesehen? Ich habe so eine Magazin-Sonnenbrille gekauft für 60 Euro und für 105 Euro weiterverkauft. Dann ist der damit rumgelaufen, das ist geistkrank gewesen. Und dann haben die das für 5 Euro im Megapark vertickt. Max hat sich einfach als Helmut getan und verkauft dir Brillen. 100 Jahre Garantie. Das kann nicht sein, dass ein Helmut ein einzelnen Chat-Trikot anhat. Hey, mein das ist mein T-Shirt von meinem Shop. Jilan ist so out of content, dass er jetzt schon auf sich selber reagiert. Klassiker, Bro. Klassiker. Bro, Beauty and the Nerd muss das beschissenste Trash-TV-Format sein, was es gibt. Ilja, Dragon Man!
Aber warum Dragon Man? Ach, Dragon Man ist ein Gamertag. So Dragon Man als Gamertag ist auch krass. Ich finde, irgendwann sollte der Zeitpunkt kommen, wo man seinen Gamertag ändert. Das muss irgendwann zwischen 17 und 20 passieren, dass man einmal seinen Gamertag ändern muss. Ja, wie du schon gesehen hast, mein Name ist Sir Mindcast. Ja, ich dachte, das ist WLAN. Es gibt so viele Romatras auf dieser Welt. Ist euch das mal aufgefallen? Ich sag, es gibt irgendwo einen Spawn, wo durchgehend Romatras spawnen. Romatra ist so geisteskrank geiler NPC, der einfach unfassbar häufig kopiert wird, weil er so geil ist. Es gibt so viele Leute, die aussehen wie Romatra. So viele. Wow! Okay, schicke Brille. Siehst fresh aus. Ich komm reingesteppt, Digga. Boah. Digga, das ist ein richtig geiles Fahrradoutfit, Digga. Schöne kurze Hose von North Face mit ein paar Taschen an der Seite, Digga. Jetzt lass mal die Hose runter. Darunter habe ich noch meine schöne gepolsterte Hose, Digga. Schön am Arsch gepolstert, Alter. Besser geht's nicht, sag ich ehrlich. Kommt das gut? Mit meinen Hosenträgern. Sieht doch ganz geil aus, oder nicht? Es war einmal ein alter Mann, der in Buxtehude lebte. Monte, Monte, Doppelmonte. Gixen, Gixen. Ich besitze Marcel da. Ich habe ihn aufgrund der Sitzposition auf dem ersten Blick gar nicht erkannt. Monte Schei. Ich dachte wirklich, auf den ersten Blick auch, ich dachte, das mit Schal und so. Der Aufklärer war nett hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Oh Gott, auf Baden-Württemberg, den Drecks da. Buxtehude ist viel besser, Digga. Es sollen ja auch ein paar Leute wissen, dass Baden-Württemberg ein sehr schönes Bundesland ist. Ach, das natürlich. Ich glaube, die haben sie jetzt auch irgendwie in zigtausendfacher Auflage gedruckt, ne? Nett hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Und trotzdem hat es jemand geschafft, ein Baden-Württemberg-Aufkleber hier raufzukleben. Nett hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? So, das war's mit Baden-Württemberg am Arsch. Ja, die haben gesagt, Buxtehude ist scheiße. Soll ich euch mal zeigen, was ich hier hinten in meiner legendären Satteltasche drin habe, Digga? Seid ihr bereit? Eine E-Zigarette, die lädt, Nachfüller und noch eine E-Zigarette, Digga. Yay! Yeah! Fast einen Unfall gebaut, Digga! Solche Dullis, habt ihr es gesehen? Ja, Jungs, ist doch gut, bleibt doch ein bisschen ruhig. Nee, du sollst nicht meine Eier küssen, Digga, was du erzählst, du, Alter. Das ist Leben, Digga. Oh, ist das schön gerade, Digga. Ist doch das Beste, was es gibt, am schönen sonnigen Tag Sonne zu tanken. Vitamin D. Oh, meine Kleinen, gefällt euch das so besser? Ah, ich weiß, worauf ihr hinaus seid. Ihr wollt meinen D sehen. Ja, soll ich ein bisschen mehr zeigen? Ja, genau so und nicht anders, Digga. Soll ich mir ein bisschen Spaghetti-Eis auf die Zunge schmieren? Auch geil, dass die Sonne überhaupt noch rausgekommen ist, nachdem es vorhin angefangen hat zu regnen. Sonne, Spaghetti-Eis, gute Laune. Digga, weißt du was? So eine Scheiße, Junge, Mann. Ja. Digga.